So, ich lade euch das jetzt gleich geschwind hoch, ja? Damit ihr die Bilder auch im Hintergrund habt. Also, sie unterhalten sich gerade sehr intensiv über die ganzen verschiedenen Themen zu dem Film, wie das Setting sein soll, wie das alles hineinpasst, und wie im Endeffekt aus dieser Warcraft-Geschichte wirklich ein Film werden kann, ja? Also das Ziel ist wirklich, nicht einen Film zu kreieren für irgendjemand, sondern einen Film zu kreieren für die Community, für die Fans, für Leute, die wirklich dieses Universum lieben, ja? Okay, und jetzt wird's sehr, sehr spannend. Es ist gerade die Tendenz zu den Actual Details, also zu aktuellen Inhalten. Und sie wollen, also sie wollen halt jetzt ein paar Informationen haben, ja. Und nachdem auf der Comic-Con das präsentiert wurde, hat er jetzt gerade gemeint, ja, BlizzCon ist ja wohl wichtiger als Comic-Con, ja. Nee, Comic-Con, a bunch of posers, also das sind nur Poser im Vergleich zu der BlizzCon, ne? Sie wollen ein paar Charaktere vorstellen, ja? Also es soll Orcs versus Humans werden. Und eine originale Story. Okay, Lofer und Durotan soll die Story spielen. Also das Artwork hat als mindblowing, also als ja, unvorstellbar beschrieben. Aber es gibt leider Gottes keine Screenshots, ja, oder irgendwas. Aber es scheint nicht mehr Informationen zu geben, weil sie halten sich sehr bedeckt, ja. Ich restream es ja nicht, Reflex. Wird nicht gerestreamt, ja? In keinster Art und Weise.
They didn't show anything from the movie, actually. Only the concept arts were shown. And no, Arnie is not my father. I would be rich then. Also er stellt gerade ein bisschen die Charaktere vor mit wie die im Hintergrund ausschauen, wie sie mit der Umgebung sich definieren, wie sie sich mit den mit ihren Untergebenen definieren. Und beide Hauptcharaktere sollen sind Beschützer ihres Volkes, ja. Und so stellen sie sich auch dar im Film. Okay, jetzt haben Sie gerade gemeint, ja, dadurch, weil der Warcraft sehr offen bleibt in vielen Erzählungen, haben Sie jetzt die Möglichkeit, wirklich eine endgültige Story zu erzählen hinter dem, also mit diesem Film, die gesamte Hintergrundgeschichte einfach einfängt. Ja. I appreciate the World of Warcraft changes mit Metsugoria? I hope I pronounced it right. One thing I'm missing on the World of Warcraft changes, it's that there is for me it's not the big bam highlight. I miss this highlight I normally know from Blizzard add-ons. Also er bemüht sich gerade nichts zu sagen, was zu viel verrät vom Film, ja? Er beschreibt gerade, dass eben die Spiele, bei den Spielen musste man sich immer für eine Seite entscheiden, entweder ich spiele Allianz oder ich spiele Horde. Aber es gab hier kaum, fast keine Vermischungen dieser beiden Sachen und der Film soll eben wirklich beide Seiten beleuchten, ja. Und so wie es ausschaut, verliert Crypt das Endspiel, ja. Und Atosis, mit dem eigentlich, glaube ich, keiner gerechnet hätte, wird der erste Sieger des Invitationals, ja. Was? Doch Crypt? Wer hat jetzt gewonnen? Ist noch nicht aus. Ja, ich bin gespannt.
Okay, also jetzt beginnt so ein Q&A zum Film. Sie werden aber nicht noch mehr erzählen, als Sie bereits erzählt haben. Sie wollen also zum Blizzard-Film selber noch nichts verraten, ja? Oh, ey, da. Was ist? Achso, ah, nix. Okay, also die Frage war jetzt gerade. Ah, Moment, ich muss. Creep hat verloren. Okay, also es gibt jetzt zwei Sachen. Das erste war, das erste war jetzt, dass eben die Frage aufgetaucht hat, wird der Film mit Warlords of Draenor enden? Dazu haben sie keine Information gegeben. Der Director hat allerdings ein Vancouver-T-Shirt an und hat gesagt, ja, er will aber nicht sagen, wo der Film gedreht wird, und hat sein Vancouver-T-Shirt genommen. Also vielleicht spielt ein Teil davon in Kanada, ja. Wer hat jetzt Crippers verloren, oder was? Quintatosis, ja. Bist du deppert? Ah, jetzt die Frage über die epische, über den epischen Film, über das epische Setting, die epischen Charaktere. Jetzt war die Frage, wie die Musik wird, ja, in dem Film, ja. Wird beschrieben als sehr, sehr nahe zu dem Spirit, also zu dem Geist von Warcraft und zu den Charakteren, ja. Jetzt war die Frage, ob der Blizzard-Style von der Rüstung der Charaktere auch im Film zu sehen ist. Ja? Und sie wollen eine Mischung machen aus der Rüstung, wie sie im Spiel zu finden ist, und wie sie in der wirklichen Welt realistisch wirkt, ja. Also sie wollen so ein bisschen diese Gratwanderung ist sehr, sehr schwer, hat er gemeint. Aber sie versuchen es wirklich so zu belassen, dass der Geist erhalten bleibt von Warcraft. Es allerdings auch realistisch wirkt und man nicht sagt, das ist ja komplett unrealistisch, ja. Okay, also es war die Frage, ob es so wie zum Beispiel in Collector's Edition so Artbooks, ob es das auch für den Warcraft-Film geben wird. Das beantwortet mit, das ist noch nicht der Zeitpunkt, wo sie sowas über sowas diskutieren oder sowas machen. Sie werden aber den ganzen Prozess auch festhalten in Bildern. Also mitunter wird es sowas geben. Ja. Yeah.